Moin YouTube, liebe Messerfreunde und ganz besonders lieber Prana vom Kanal Prana 120. Das wird meine Videoantwort für dich. Du hattest uns ja zwei Themenbereiche zur Auswahl gestellt. Der erste war eher etwas für die kreativen Leute. Da ging es um das Thema Zombies und ich muss dir ganz ehrlich sagen, mein Pulver in Sachen Kreativität und Zombies habe ich schon für eine andere VA verschossen. Das hatte ich dir ja schon mal persönlich auch mitgeteilt. Damals hatte der Flo vom Kanal McFlosen um eine ähnliche Aufgabe gebeten. Ich werde den Link zu diesem Video jetzt einfach mal oben einblenden, falls da jemand Interesse hat, wie da mein Ansatz gewesen ist damals. Aber glücklicherweise hast du ja noch so eine Art Notaufgabe gestellt und zumindest die möchte ich dir jetzt ganz gerne erfüllen. Du hattest uns nämlich gefragt, auf welche drei Messer wir immer wieder zurückkommen. Leider gab es auch da einen kleinen Haken, mit dem ich jetzt kämpfen muss. Du hattest nämlich zur Bedingung gemacht, dass wir diese Messer schon mindestens ein Jahr lang besitzen. Ansonsten hätte ich dir jetzt noch mal ganz ausführlich die Vorzüge des Messers vorgestellt, das jetzt hier vor mir liegt, das Böker Plus FR42. Aber du wolltest es ja anders, von daher keine weiteren Worte zum FR42. Ich hätte dir auch gerne dieses Messer hier noch mal ans Herz gelegt. Dabei handelt es sich um das Böker Balo, aber es ist eben auch noch keine 12 Monate alt. Von daher kommt es auch nicht in Frage. Jetzt könnte ich es mir natürlich ganz einfach machen und hier auf mein Victorinox Kompakt verweisen. Ein Messer, auf das ich wirklich immer wieder zurückkomme. Gerade wenn man mal zu Freunden geht, im Sommer, wenn es zum Grillen oder so geht, da bin ich jedes Mal am Überlegen, was nehme ich jetzt für ein Messer mit. Ich bin ja eher so der Typ der kleineren, kompakten Gentleman-Taschenmesser. Ich weiß gar nicht, ob du es wusstest, Prana. Und zwar auch gerne Messer, die nur eine einzige Klinge besitzen. Aber wenn es dann zu solchen Veranstaltungen geht, wenn man dann bei Freunden zu Besuch ist, wenn man dann irgendwo im Garten steht, kriegt eine Flasche Bier in die Hand gedrückt, dann habe ich zumindest ganz gerne auch was dabei, womit ich dann die Flasche Bier aufmachen kann. Oder wenn es dann mal eine Flasche Wein ist, dann gucken mich eh alle immer von der Seite an, so von wegen, der hat ja bestimmt jetzt einen Victorinox in der Tasche. Und wenn du dann eins rausziehst, wie das Solo oder irgendein anderes Alox-Modell, das keinen Korkenzieher dran hat, dann machst du dich da eventuell noch zum Gespött aller Leute. Und von daher wandert bei solchen Sachen das Kompakt immer wieder gerne auch in meine Tasche, weil es einfach seinem Namen alle Ehre macht und im städtischen Umfeld für mich immer noch das ideale Victorinox ist. Ja, das waren jetzt schon drei Messer, die ich hätte wählen können, wenn es da nicht die Einschränkung gegeben hätte. Aber ich musste mir noch drei weitere Messer aus meiner Sammlung heraussuchen, um deiner Anforderung gerecht zu werden. Und nun beginne ich mal wirklich mit meinen drei Messern, auf die ich immer wieder zurückkomme. Die Nummer 1, das Fantoni Dweller mit diesen schönen Schlangenholzschalen. Nicht ganz perfekt in der Verarbeitung. Da hatte ich ja in meinem damaligen Vorstellungsvideo auch darauf hingewiesen, dass es vielleicht die ein oder andere kleine Macke hat, über die ich aber gerne hinwegsehe, weil das Gesamtpaket einfach stimmt. Es ist ein Gentleman-Taschenmesser, wie ich es mag. Es strahlt Understatement aus, wenn man sich einfach mal die Klinge anguckt, die im Verhältnis zum Griff deutlich zu kurz erscheint. Dann auch die Form der Klinge, die eher an ein Obstmesser oder Kartoffelschälmesser erinnert, das man in der Küche findet. All das zeichnet dieses Messer aus und sagt einfach, ich möchte hier nicht großartig protzen. Ich möchte einfach ein Messer sein, mit dem man kleinere alltägliche Schneidaufgaben ganz wunderbar erfüllen kann. Und gerade wenn es darum geht, dass ich mir morgens im Büro
mal ein Stück Obst aufschneide, da finde ich diese Klinge hier sehr, sehr gelungen. Egal, ob es jetzt ein Apfel ist oder eine Pflaume oder sonst irgendwas, da reicht mir diese Klinge vollkommen aus. Und ich finde, es macht das Messer auch besonders dafür geeignet, weil man eben mit dieser Klinge sehr schön filigran auch arbeiten kann. Ich kann das Kerngehäuse aus einer Frucht herausholen. Auch für einen Apfel, das mögen ja vielleicht einige von euch anders sehen, reicht mir diese Klinge aus. Denn wenn ich die hier verdoppel, das sind bestimmt gute 5 bis vielleicht 6 Zentimeter. Und ich muss ja nur bis zur Mitte des Apfels kommen, wenn ich ihn durchschneiden will, weil ich ihn sowieso in der Hand drehe beim Schneiden. Und ja, damit kriege ich also locker Äpfel durch, die einen Durchmesser von 10 bis 12 Zentimeter haben. Und das reicht mir vollkommen aus. Das ist also die Nummer 1. Dann auch immer wieder gern genommen von mir und in vielen Videos vorgestellt, mein Moki Calliope. Mein zurzeit einziges Moki, das ich in der Sammlung habe. Mit dem Moki fing bei mir ja alles an. Das war das erste Messer, das ich mir nach langer Zeit wieder geholt habe und sozusagen der Startpunkt meiner Messersammlung. Und irgendwann hatte ich dann mal tatsächlich alle Mokis verkauft und als ich dann ein Angebot gesehen habe von diesem Messer, das deutlich runtergesetzt war vom Normalpreis und der ist doch schon ganz schön happig. Da habe ich einfach zuschlagen müssen, weil auch dieses Messer genau meinem Geschmack entspricht. Es ist ein Messer, das überhaupt nicht aggressiv daherkommt. Auch hier ist die Klinge eher etwas zu kurz im Verhältnis zum Griff. Die Form ist nicht besonders aggressiv und auch mit dieser Klinge kann ich sehr schön filigran arbeiten. Ich kann Äpfel in kleine Scheiben schneiden. Ich kann damit gut schälen und eben auch kleinere allgemeine Aufgaben im Büro sehr gut erledigen. Und die Verarbeitungsqualität dieses Messers ist natürlich wieder Moki-typisch. Hier gibt es keine Spalten. Der Übergang zwischen dem Hebel des Backlocks und des Klingenrückens, den erkennt man jetzt hier auf dem Video kaum. Alles perfekt gearbeitet. Genau so müssen Messer für mich sein, wenn sie bei mir in der EDC-Rotation ihren festen Platz haben möchten. So, das war die Nummer 2. Und auch das letzte Messer, das ich dir jetzt vorstellen möchte, wird dich sicherlich nicht überraschen. Es handelt sich um mein kleines knubbeliges Citadel Kubi. Auch hier oft gesehen, oft erzählt, wie es zu mir gekommen ist. Und auch jetzt hier nochmal der Mike vom Kanal The Hugin Munin hatte mich damals darauf aufmerksam gemacht, dass dieses Citadel zu haben sei in einem Internetshop. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt gerade ein Citadel vom Schnorris 58 bekommen, um mir das mal anzugucken. Das war allerdings ein großes, schweres Messer. Und als ich das Bild von diesem Messer gesehen habe, habe ich auch zunächst gedacht, dass es ähnliche Ausmaße hat. Aber als mir Mike dann sagte, dass es also wirklich gerade mal so bei 15 Zentimetern Gesamtlänge liegt, da war es dann um mich geschehen, da habe ich nicht lange gezögert und sofort zugeschlagen. Ist die Klinge hier nicht ganz sauber, hätte ich mal vorher drüber gewischt. Aber wie gesagt, ich benutze das Messer tatsächlich immer mal wieder. Nicht mehr ganz so häufig, wie es in der Anfangszeit der Fall war, weil ich ja so einen kleinen Spleen habe, dass meine Messer und meine Uhren nach Möglichkeit auch zusammenpassen sollen. Jetzt habe ich zurzeit keine Uhr, zu dem dieses Messer wirklich gut passt, aber trotzdem nehme ich es immer mal wieder mit und stecke es morgens ein, wenn ich vor meiner Vitrine stehe, weil dieses Messer eben so schön ist und auch vom Volumen des Griffes her ganz angenehm in der Hand liegt. Und auch hier, wie bei den beiden Vorgängermessern auch, die Klinge wirkt absolut nicht aggressiv, sie ist relativ kurz, reicht mir persönlich aber wirklich für alles aus, was ich so tagtäglich im Büro damit machen möchte. Und von daher ist es dann
doch immer mal wieder bei mir in der Tasche zu finden. Ja, lieber Prana, das war sie nun, meine Vorstellung der drei Messer, auf die ich immer wieder zurückkomme. Tut mir leid, dass ich mich nicht für deine Lieblingsaufgabe entschieden habe. Ich weiß, du hattest da ganz große Hoffnungen drauf gesetzt und wolltest damit an deinen 1000-plus-Abonnenten-Giveaway anschließen. Da hattest du ja ebenfalls zu einer sehr kreativen Aufgabe aufgerufen und die wurde ja damals mit ganz, ganz tollen Videoantworten bedacht. Da strotzte ja alles nur so von Kreativität. Ich werde mal gucken, ob ich meine Antwort dann hier oben nochmal einblenden kann. Und unten in der Videobeschreibung werde ich auch nochmal diese Wiedergabeliste verlinken. Und wenn der Prana auch für dieses Giveaway schon eine Wiedergabeliste angelegt haben sollte, so findet ihr diese ebenfalls unten in der Videobeschreibung. Ja, lieber Prana, das soll es gewesen sein. Ich würde mir wünschen, dass du so weitermachst wie bisher. Du machst dir immer recht viel Gedanken zu deinen Videos und trägst sie auch sehr schön vor. Und deshalb würde ich mich natürlich freuen, wenn ich auch in Zukunft auf deinem Kanal neue Videos vorfinden werde. Und ich hoffe natürlich auch, dass du wieder dabei bist, wenn es bei mir das nächste Mal heißt: Moin YouTube, liebe Messerfreunde. Bis dahin, tschüss!